Hey Formel 1 Freaks, Monaco war wieder ein Rennen mehr, an dem George Russell Lewis Hamilton geschlagen hat. Während George Russells Serie von Top 5 Platzierungen dieses Jahr weitergeht und er bisher in jedem einzelnen Rennen in den Top 5 gelandet ist, wurde Lewis Hamilton 8er, das heißt auf dem Platz, auf dem er auch gestartet ist. Es gab bei ihm zwischenzeitlich einfach mehr Probleme als bei George Russell. Es gab eine Kollision mit Esteban Ocon. Und dann ist er auch noch den Rest des Rennens hinter Fernando Alonso festgehangen. Was ja eigentlich typisch Monaco ist, aber diese spezielle Situation hat nochmal Kontroversen aufgerufen, weil Fernando Alonso extrem langsam war, überdurchschnittlich langsam. Und das hat Toto Wolff und auch Lewis Hamilton sehr aufgeregt. Aber dazu später mehr. Erst einmal dazu, was Lewis Hamilton allgemein über sein Rennen gesagt hat. Er beurteilt es so: Das war einer dieser Tage in Monaco. Ich hing die meiste Zeit des Rennens hinter anderen Autos fest und konnte am Ende nur vor mich hinfahren, aber nicht überholen. Ich war froh, als der Regen kam, denn das schafft normalerweise Möglichkeiten. Leider lief es nicht so und wir kamen nicht an Ocon vorbei, als ich auf den Intermediates unterwegs war. Er hat mich in die Mauer gedrückt. Ich bin einfach dankbar, dass ich das Rennen da überhaupt noch beenden konnte. Ich bin überrascht, dass mein Auto das ausgehalten hat. Mit hinter anderen Autos festhängen meint Lewis Hamilton vor allem Fernando Alonso, der ihn einen Großteil des Rennens hinter sich halten konnte und ziemlich ausgebremst hat. Denn Fernando Alonso war teilweise bis zu 4 Sekunden pro Runde langsamer als die 6 Fahrer vor ihm. Fernando Alonso war 7. und Lewis Hamilton 8. und Lando Norris auf Platz 6 war deutlich schneller. Zwischenzeitlich war der Abstand zwischen Lando Norris und Fernando Alonso über 30 Sekunden. Also da war eine große Lücke. Und das hat eben Toto Wolff und Lewis Hamilton ziemlich aufgeregt, denn hätten sie Fernando Alonso überholen können, dann hätten sie vielleicht diese Lücke schließen können und auf die anderen aufschließen können. Zumindest sagt Toto Wolff, dass die Pace von Lewis Hamilton da war, sie war auf einem ähnlichen Niveau wie die von George Russell und deswegen hätte er vermutlich auch aufholen können auf die vorderen Fahrzeuge, aber man muss es eben auch umsetzen und George Russell hat es mal wieder umgesetzt und Lewis Hamilton halt eben nicht. Toto Wolff spricht in diesem Zusammenhang von Pech für Lewis Hamilton und ein bisschen mehr Glück für George Russell. Aber letztendlich gehört natürlich auch Können dazu. Denn auch George Russell musste ein Überholmanöver machen gegen Lando Norris, direkt nach der Boxenausfahrt. Und er hat dieses Überholmanöver auch durchgezogen und geschafft. Also, letztendlich muss man auch das Überholen auf dieser Strecke durchziehen und Lewis Hamilton hat es halt nicht gegen Fernando Alonso geschafft. Und das, obwohl dieser sekundenweise langsamer war pro Runde als das Feld vor ihm und eben anscheinend auch Lewis Hamilton selbst. Hamilton hat schon während des Rennens im Boxenfunk geklagt: Ich verstehe nicht warum, aber Alonso ist so langsam. Dieser Kerl ist echt langsam. Und auch Toto Wolff hat nach dem Rennen Stellung dazu bezogen, zu dieser Situation, und hat dazu gesagt, dass es ihn schon ein bisschen aufregt, dass auf Monaco einfach das Überholen nicht möglich ist. Selbst wenn das Vorderauto unglaublich viel langsamer ist als das Hinterauto. Und er hat auch dazu gesagt, dass da möglicherweise was passieren muss bei der Streckenführung. Dass man da irgendwas ändern muss, eine Schikane rausnehmen sollte oder irgendetwas, dass es eine längere Gerade gibt, an der man auch mal überholen kann. Und er hat auch Fernando Alonso ein bisschen verspottet, indem er seine Pace mit einem Formel 2 Auto verglichen hat. Gerade Fernando Alonso, der sich selbst schon einmal vor Jahren bei McLaren mit einem Formel 2 Auto verglichen hat, als er gesagt hat, dass sein Motor im Endeffekt nur die Power eines Formel 2 Autos hat und er deswegen nicht schneller fahren kann. Aber damals war McLaren wirklich unglaublich langsam, eines der langsamsten Autos im gesamten Feld und auch überhaupt nicht zuverlässig. Aber dass Toto Wolff jetzt dieses Thema ja wieder aufgreift und in eine kleine Verspottung einbaut, das ist natürlich schon, ja, ich zitiere euch das mal. Das Rennen bot das übliche Monaco-Chaos und war wieder einmal ein Indiz dafür, dass wir uns die Streckenführung ansehen müssen, damit einige Piloten nicht 5 Sekunden langsamer fahren können und damit dennoch ein Feld von Autos anführen. 5 Sekunden langsamer, das ist wie ein Formel-2-Auto. Monaco ist ein fantastischer Austragungsort und ein fantastisches Spektakel. Aber es wäre toll, wenn das Racing auch auf gleichem Niveau wäre. Vielleicht könnten wir einfach die Schikane am Ausgang des Tunnels loswerden und so eine lange Gerade bis Tabak haben. Wobei, nein, Tabak wäre dann zu schnell, da bräuchten wir dann einen Bremspunkt. Ja, Toto Wolff macht hier Brainstorming, was man verändern könnte,
und ist dann selbst auch drauf gekommen, dass das gar nicht so einfach ist. Denn wenn man auf einem Stadtkurs dann auch noch Schikanen rausnimmt und das auch nach dem Tunnel, dann werden die Autos dort eine Geschwindigkeit von über 350 km/h vermutlich erreichen. Und wie er ja selbst gesagt hat, Tabak ist eine schnelle Schikane und da müsste man dann von hoher Geschwindigkeit in eine schnelle Schikane einbiegen. Und das ist wirklich unglaublich gefährlich. Das wäre der Punkt, an dem viele Autos abfliegen würden und in die Barrieren krachen würden. Also alles gar nicht so einfach. Er meint übrigens mit einigen Piloten natürlich nur Fernando Alonso, das ist klar. Er hat ihn da nicht namentlich genannt, aber er meint natürlich nur Fernando Alonso, weil er der Fahrer war, der Lewis Hamilton das gesamte Rennen über aufgehalten hat. Er hat also da ein wenig gepöbelt gegen Fernando Alonso und Fernando Alonso selbst, der lässt sich das natürlich nicht gefallen. Ihn hat man darauf angesprochen und er hat dazu gesagt, das ist ja nicht mein Problem. Es war sehr leicht, Lewis hinter mir zu halten, extrem leicht sogar. Das ist der typische Fernando Alonso, er lässt sich da nicht ins Boxhorn jagen, so etwas macht ihm überhaupt nichts aus. Er hat das sogar mit einem leichten Grinsen gesagt, das heißt, er hat sich darüber amüsiert, dass sie ihn so kritisieren. Das ist, wie gesagt, Fernando Alonso, das tangiert ihn überhaupt nicht und er macht da einfach weiter, wie er es will. Denn momentan ist es nun einmal einfach so, dass die beiden Erzfeinde von 2007, Lewis Hamilton und Fernando Alonso, in einem ähnlich schnellen Auto sitzen. Und da begegnet man sich nun einmal auf der Strecke. Das ist halt so. Das war's auf jeden Fall zu diesem Thema. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bleib für euch am Ball in der Formel 1. Bis zur nächsten Folge. Ciao!